Ja, liebe Freunde der Analogtage 2022, am zweiten Tag, schön wieder hier zu sein. Mein Name ist Gunter Kürten und ich bin der Inhaber der Firma Torenz und ich werde euch heute mal die vollautomatischen Plattenspieler von Torenz ein bisschen näher bringen. Gestern haben wir ja schon zwei Themen bearbeitet, übrigens auch vom letzten Jahr viele Themen noch, die online stehen, die findet ihr auf YouTube. Und Vollautomaten, ja, das ist so ein Thema. Ich bin hier in den heiligen Hallen der High-End Society. Hier findet ja die Veranstaltung statt. Und jeder wirkliche High-Ender sagt erstmal, oh, ein Vollautomat. Leute, ihr müsst da ein bisschen differenzieren. Der Kunde für einen Vollautomat ist ein anderer Kunde als ein High-Ender. Und diese Leute lieben einfach den Komfort. Früher war das vollkommen normal, einen vollautomatischen Plattenspieler zu haben. Nicht nur die Firma Dual, auch andere, wir natürlich auch, da war das Usus, Vollautomaten im Sortiment zu haben. Und wenn ich jetzt mal Revue passieren lasse, was bei uns die letzten 20 Jahre war oder mittlerweile 25 Jahre, da haben wir Vollautomaten immer im Sortiment gehabt und die wurden im Schwarzwald gefertigt. Der eine oder andere kennt die Firma Fehrenbacher. Das war die Firma, die auch hinter Dual damals stand, beziehungsweise die Vollautomaten unter Dual in Lizenz bauen durfte. Das ist jetzt Vergangenheit und insofern haben wir uns als Torenz dort neu, ein Stück weit neu erfunden und haben auch nochmal richtig Geld in die Hand genommen, um diese Gattung von Plattenspielern nicht aussterben zu lassen. Also bei uns kann man sagen, es sind die beiden Modelle, die wir heute im Sortiment haben, der TD-101A und 102A. A steht in dem Fall wirklich für Automatik, kann man sich auch denken. Die beiden Modelle haben einen wichtigen Umsatzanteil bei uns im Sortiment. Und es sind in der Regel Leute, die vielleicht jetzt nicht so feinfühlig sind und die Nadel bzw. den Tonarm über die Startrille führen möchten, die sich da vielleicht auch ein bisschen unsicher sind, das zu machen. Und da gibt es Abhilfe. Also einfach den Start-Button drücken und die Musik wird abgespielt. Es kann eigentlich so einfach sein. Wie das funktioniert, zeige ich euch jetzt mal am Beispiel des brandneuen TD-101. Der ist jetzt ungefähr 4 Monate auf dem Markt. Und das ist ein Gerät mit dieser Vollautomatik. Hier haben wir mehrere Funktionstasten. Einmal 33 und 45. Wir haben hier eine Starttaste und eine Stopptaste. Und hier ist übrigens noch ein Hebel zum Umlegen zwischen Langspielplatte, also LP und Single. Ich lasse das Ganze jetzt mal auf LP stehen. Ich habe hier eine schöne Platte aufgelegt. Ihr seht das, die Tribute to a Legend. Torenz-Scheibe werden wir heute später nochmal drüber sprechen. Und von der Funktionalität schauen wir mal an. Ich habe jetzt den Start-Button gedrückt. Und der Tonarm geht präzise über den Anfang der Schallplatte. Und dann geht's los. Ja, am Ende übrigens genauso, gehen wir mal hier Richtung Endlaufrille. Das dauert jetzt noch ein paar Sekunden, bis er in der Endlaufrille ist. Ich habe es extra kurz davor abgesenkt. Wird er dann automatisch den Arm zurückführen und ihr braucht euch im Grunde um nichts mehr kümmern. Jetzt seht ihr, geht in die Ausgangsposition zurück und der Motor schaltet ab. Wem von euch ist es nicht schon passiert, dass er beim Musikhören eingeschlafen ist? Oder mir ist es oft so gegangen, dann gehe ich zum Beispiel in die Küche, bin dann anderweitig beschäftigt und ich komme dann nachher zurück und denke, ach ja, die Musik lief ja. Und dann ist es so, dass die Nadel ständig in der Endlaufrille läuft. Und am Ende ärgert man sich, dass man die Schallplatte vergessen hat. Ich glaube, das ist euch allen schon irgendwann mal passiert. Insofern haben wir da jetzt eine Lösung für. Das ist jetzt nichts Neues, aber was Neues ist die Entwicklung des Vollautomaten, dieser 101A und des 102A.
die von der Mechanik baugleich sind. Ich gehe mal hinter das Gerät. Ihr seht jetzt hier vor euch auf der linken Seite das Modell TD-102A. Der ist im Vergleich zu einem kleineren etwas besser ausgestattet. Wir haben hier Mehrwert auch auf die Optik gelegt. Also wir haben hier eine richtig hochwertige Zarge. Auch selbst die Unterseite ist in Holzoptik gehalten. Den Plattenspieler gibt es aber auch Hochglanz lackiert in Schwarz-Hochglanz. Also da kann man wählen. Hingegen der kleinere Bruder, der 101A, hat eine mattschwarze Folie auf dem Gehäuse, hat aber auch MDF als Grundmaterial, ist aber hier einfach auch aus Kostengründen etwas einfacher gefertigt. Ja, wie funktioniert jetzt so ein Plattenspieler und vor allen Dingen, wie stelle ich ihn ein? Da haben wir immer wieder die Herausforderung, dass Leute sagen, ich bin mir da unsicher. Wie gesagt, die Zielgruppe sind ja eher die Leute, die vielleicht nicht so viel Erfahrung haben mit Plattenspielern. Und ich fange mal mit dem Plattenteller an. Ich nehme mal den Plattenteller runter. Und wir haben hier ja einen Plattenteller aus Aluminiumdruckguss. Und wenn ihr den Plattenspieler auspackt, bedenkt bitte, der Antriebsriemen, der ist schon aufgelegt quasi auf den Innenrand des Plattentellers. Weil wir haben schon Anrufe gehabt, dass die Kunden sagen, wo ist der Antriebsriemen? Ich finde ihn nicht. Also der liegt immer hier schon auf. Das zweite ist, die Kunden vergessen, den Antriebsriemen auf den sogenannten Motorpulli aufzulegen. Also ihr seht hier den sogenannten Motorpulli. Das ist das Teil, wo der Antriebsriemen drüberlegen muss. Weil ohne Antrieb kann natürlich die Automatik nicht funktionieren. Und das gibt es leider auch häufiger, dass Kunden den Plattenteller einfach auflegen, Start drücken und es funktioniert nichts. Dann wissen wir intern schon Bescheid, okay Leute, das Erste, was ihr bitte prüfen müsst, ist der Antriebsriemen aufgelegt. Und da gibt es einen kleinen Trick, wie man das macht. Wir haben ja hier zwei Löcher im Plattenteller. Und ich mache das so, dass ich mir den Antriebsriemen quasi hier so über den Daumen schon mal vorspanne und dann, hier ist ja der Motorpulli, dann den Plattenteller auflege und mit dem Daumen dann den Antriebsriemen auf den Motorpulli führe. Ich denke, das könnt ihr hier ganz gut sehen. Bitte achtet darauf, dass der Antriebsriemen nicht verdreht ist. Das kann schon mal passieren, wenn man dann nicht so geübt ist. Also er soll hier auf den Antriebspulli, auf den Motorpulli auflegen. Das zweite, ja, Gummimatte drauf. Und dann geht es eigentlich darum, dass man den Tonarm einstellen muss. Also die Auflagekraft. Mehr ist es nicht. Ihr müsst lediglich die Auflagekraft einstellen. Empfehlen tue ich, dass das Gerät ausgeschaltet ist. Also entweder das Netzteil noch nicht einstecken. Oder ihr seht hier hinten auf der Rückseite, wo ist es jetzt, auf welcher Seite, hier, einen Powerschalter. Also man kann den auch quasi komplett vom Strom trennen. Den Powerschalter bitte auf Off lassen, weil sobald ihr den Tonarm Richtung Plattenteller bewegen würdet, würde der Motor loslaufen und das würde dann verhindern oder es würde dann stören, wenn wir versuchen, den Tonarm erstmal einzustellen. Und ich drehe das Gewicht nochmal ab. Im Auslieferungszustand ist so ein Gegengewicht für den Tonarm dabei. Und das Gegengewicht hat eine kleine Skala, die man getrennt drehen kann. Und diese Skala reicht von 0 bis 0, muss man sagen. Also sie geht über 0, 0,5, 1, 1,5 und dann fängt es wieder bei 0 an. Wenn ich jetzt zum Beispiel 2 Gramm Auflagekraft einstellen möchte, muss ich die Skala nachher dann auch wieder auf der 0 haben. Aber erstmal ist es wichtig, dass wir den Tonarm ausbalancieren. Dafür nehmt bitte den Schutz des Tonabnehmers ab, weil der wiegt auch etwas und dieses Gewicht des Nadelschutzes wollen wir ja nicht mit ausbalancieren. Dann
mit der Skala nach vorne das Gegengewicht auf den Tonarm aufdrücken und dann seht ihr, könnt ihr das schon drehen hier. Und jetzt Tonarmhalterung lösen, den Lift nach unten nehmen und den Tonarm, ich mache das jetzt mal für die Kamera so, in den Zwischenraum zwischen Plattenteller und Tonarmhalterung führen. Und dann so lange dieses Gewicht hier hinten drehen, bis der Tonarm schwebt. Ungefähr so. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Sprich, der Tonarm geht weder nach oben noch nach unten. Damit haben wir erstmal den Nullpunkt definiert, also keine Auflagekraft. Ich führe jetzt den Tonarm zurück in die Halterung, verriegel das und jetzt kommt wieder mein Gegengewicht ins Spiel. Hier vorne ist eine kleine Skala und ich bewege jetzt nur die Skala, nicht das komplette Gegengewicht, sondern nur diesen Skalenring, das muss ich mal selber gucken, auf 0. Jetzt habe ich hier oben die 0 stehen und jetzt kann ich hingehen und das Gewicht drehen, also nach vorne drehen, die Skala dreht sich dann mit und stelle jetzt die gewünschte Auflagekraft ein. Jetzt gehen wir mal hier vor, 1,5, 2. So, jetzt habe ich die richtige Auflagekraft. Und das ist für einen Vollautomaten wirklich sehr wichtig, dass er da präzise vorgeht. Weil, wenn zu wenig Auflagekraft eingestellt ist, kann der Arm nicht richtig geführt werden von der Automatik. Und dann könnte es passieren, dass der Arm auch nicht mehr am richtigen Aufsetzpunkt aufliegt. Viel mehr müsst ihr nicht machen. Also ihr habt jetzt schon den Teller aufgelegt, den Antriebsriemen drüber gelegt, Gewicht eingestellt und jetzt kann man quasi starten. Hier mit der Starttaste. Man kann natürlich auch mitten im Stück, ich gehe mal jetzt zu dem anderen Plattenspieler nochmal rüber. Fängt jetzt wieder an zu laufen. So, wenn ihr jetzt zum nächsten Stück wollt, einfach Hebel hoch, nächstes Stück anwählen, wieder runter und schon ist es getan. Wenn ihr aber zwischendurch einfach aufhören wollt, dann drückt die Stopptaste und der Platten oder der Tonarm fährt zurück und der Plattenspieler schaltet sich aus. Jetzt gibt es eine Kleinigkeit, die es zu beachten gilt. Wir produzieren sehr viele von diesen Plattenspielern. Je nachdem, wenn das Gerät mal im Versand nicht optimal behandelt wird, dann kann es dazu kommen, dass der Aufsetzpunkt des Tonabnehmers nicht hundertprozentig eingestellt ist. Und dafür gibt es aber eine Einstellschraube. Das Einzige, was ihr braucht, ist ein Kreuzschlitzschraubenzieher. Und ich zeige euch das jetzt mal anhand des TD-102A, wie man das einstellen kann. Ihr nehmt die Matte ab. Und hier haben wir, mal gucken, ob die Kamera das draufkriegt, ganz bestimmt. Wir haben ja hier die zwei Löcher. Und wenn man jetzt eines der Löcher in Höhe des Tonarms dreht, ungefähr hier, dann kann man darunter eine weiße Kreuzschlitzschraube entdecken. Die ist aus Nylon gefertigt, deshalb weiß. Kriegst du das auf die Kamera? Ich mache das jetzt mal ohne Teller, damit es für euch besser erkennbar ist. Vielleicht kriegst du das jetzt besser drauf. So, und das ist die Einstellschraube. Man geht quasi durch den Teller, das habe ich euch eben gezeigt. Und wenn die Nadel etwas weiter nach innen fahren muss, weil der Tonarm zu weit außen aufsetzt, könnt ihr mit den Schraubenzieher diese Schraube einstellen und das macht so ein Klickgeräusch. Also nicht lange drehen, sondern einfach nur eine kleine Bewegung nach rechts oder nach links. Das geht rastermäßig. Ich denke, das könnt ihr hören. Und wenn die Nadel weiter nach innen gestellt werden muss, der Aufsetzpunkt weiter nach innen gestellt werden muss, dreht ihr bitte links, 1, 2, 3 Klicks. Oder wenn die weiter nach außen gestellt werden muss, dreht ihr
1, 2, 3 Klicks nach links. Das ist alles. Ich denke, so einen kleinen Schraubenzieher hat jeder von euch zu Hause. Was ihr wissen müsst, wir haben zwei Einstellmöglichkeiten. Einmal für die Langspielplatte, aber auch für die Single. Und für die Single muss ich den Schalter hier umlegen. Das ist der, ja, den ich auch für die Automatik umschalten würde. Und dann seht ihr hier, dass eine andere Schraube auf einmal sichtbar wird. Wo kommt hier rauf? Ne? So, und wenn der Schalter nach links gelegt ist, also auf 45 für Single, könnt ihr hier die andere Schraube einstellen zum Einstellen des Aufsetzpunktes einer Single. Und ich habe das Gerät auch mal aufgeschraubt, weil ich glaube, das ist hochinteressant, mal zu sehen, wie komplex eine solche Vollautomatik ist. Ich kann jetzt in dem Fall, ich habe von unten alle Schrauben gelöst, die sind so, ja, hier vorne sind es drei, seitlich jeweils zwei, hinten vier Schrauben. Und da kann man dann die komplette Mechanik rausheben. Und ihr seht jetzt mal, was es heißt, einen Vollautomatik-Plattenspieler zu konstruieren. Das ist hochkomplex. Und wenn hier nur ein Bauteil nicht sehr präzise gefertigt ist, kann es sein, dass die komplette Mechanik nicht sauber funktioniert. Hier sitzt übrigens die Motorsteuerungsplatine und der integrierte Phono-Vorverstärker für MM-Systeme. Das heißt, gehen wir nochmal auf die Rückseite. Zielgruppe des Plattenspielers sind ja Leute, die vielleicht keinen Plattenspieleranschluss an ihrer Stereoanlage haben, also nur über AUX- oder Line-Eingänge verfügen. Und ein Plattenspieler braucht eine spezielle Verstärkung. Wir sprechen da von einem Phono-Eingang. Wenn euer Verstärker das nicht hat, ganz einfach, schaltet den integrierten Phono-Vorverstärker zu. Der ist hier auf der Rückseite zuschaltbar. Und dann habt ihr die Möglichkeit, den Plattenspieler direkt an einen sogenannten Line-Anschluss anzuschließen. Das geht übrigens auch, ich habe das mal bei Leuten gesehen, die haben es an so ein Sonos-System angeschlossen. Die haben auch so eine Mini-Klinke oder selbst an Soundbars kann man so einen Plattenspieler anschließen. In der Regel haben die einen AUX-Eingang über Mini-Klinke und dann müsste man ein Adapterkabel haben von Cinch auf Mini-Klinke. Aber gehen tut das. Ja, Leute, ich hoffe, dass ich euch die Plattenspieler hier so ein bisschen näher bringen konnte, die vollautomatischen Plattenspieler. Es ist wirklich ein Gewinn an Komfort und ihr braucht da keine Scheu haben. Also auch die Plattenspieler machen viel Spaß. Und je nach Zielgruppe, denke ich, kann das für euch genau das Richtige sein. Ansonsten sehen wir uns später nochmal wieder. Ich glaube, wir werden auch nochmal über ein paar hübsche Schallplatten sprechen. Gut klingende Schallplatten, tolle musikalische Schallplatten. Das machen wir dann später in der Runde mit den anderen Teilnehmern der Analogtage. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und vielen Dank fürs Zusehen.